Ja, schön, dass Sie bei uns geblieben sind. In einem Hörsaal würde man jetzt sehen, dass die Leute nicht weggelaufen sind. Ich hoffe jetzt einfach, dass Sie alle da geblieben sind, aber das denke ich schon. Weiter geht's jetzt hier mit einem spannenden Vortrag, Send to Europe, ein einheitliches Bildmosaik Europas, gehalten von Thomas Viatre. Ich hoffe, ich spreche den Nachnamen richtig aus. Wenn nicht, müsste er mich gleich korrigieren. Genau, ich will auch nicht lange reden, also viel Spaß bei dem Vortrag und los geht's. Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Vollkommen richtig ausgesprochen. Ich darf hier stellvertretend von unserem Mosaik-Team unser Europa-Mosaik vorstellen. Würde ich Sie gerne noch mit entführen, wie wir das machen, was wir uns dabei gedacht haben, wofür wir das auch verwendet werden kann. Und wo kommen wir her? Also wir sind vom Bundesamt für Kartografie und Geodäsie. Wir sind eine relativ kleine Bundesbehörde mit etwas über 300 Mitarbeitenden. Und innerhalb dieser Behörde gibt es einen satellitengestützten Krisen- und Lagedienst, der verschiedene Services für den Bund anbietet. Zum einen sind das individuelle Kartenprodukte aus dem Karten- und Lagedienst, aber auch aus Fernerkundungsdaten, individuelle Produkte, Fernerkundungsdienst. Wir haben auch eine Servicestelle Fernerkundung, die in erster Linie eher in eine beratende Rolle einnimmt innerhalb des Bundes im Bereich der kommerziellen Fernerkundung, also alles, was Geld kostet. Und wir haben auch den zivilen Point of Contact für den Copernicus SEA-Dienst. Da werden individuelle Kartenprodukte außerhalb Europas für den Sicherheitsbereich hergestellt. Somit sehen wir uns im SKD als Image-Provider, Informations-Provider, aber auch als Wissens-Provider für den Bund im Bereich der Fernerkundung und arbeiten eben auch auf nationaler und internationaler Ebene. Wir haben, wie erwähnt, kartografische Erzeugnisse, aber auch fernerkundliche Erzeugnisse und bieten eben diese Produkte mit verschiedenen Produktleveln eben an. Und eins dieser Produktlevel ist eben ein Basisprodukt. Und innerhalb dieses Basisproduktes sehen wir auch unsere Mosaike, die wir erstellen, schon seit Jahren. Darüber hinaus bieten wir natürlich auch Schulungen und Beratungen an. Wir sind derzeit 18 Mitarbeitende in diesem Team. Das Mosaik-Team besteht aus insbesondere Sandra Bayer und Gregor Trosset und meiner Wenigkeit als die Leitung des Referates. Zu den ganzen Services und Dienstleistungen können Sie natürlich aber auch nochmal bei uns auf der Homepage sich näher informieren oder Sie wenden sich an uns direkt. Wir bleiben thematisch wie eben bei dem Vortrag vorher bei den Copernicus-Daten und Sentinel-Daten, die es kostenfrei gibt, und wir wollen eben diese auch nutzen, diese Daten, und wir wollen die nicht nur nutzen, sondern wir wollen die auch nach dem Motto freie Daten zu freien Produkten nutzen und eben auch die Nachnutzung dieser Produkte fördern sozusagen. Wir haben auch Bedarfe natürlich seitens des Bundes zu hochwertigen Bildern und Mosaiken von Deutschland. Und wir möchten natürlich aber auch Showcases und Best-Practice-Beispiele aufzeigen, um eben auch die Fernerkundung im Bund zu fördern oder die Nutzung der Fernerkundung. Das Ganze hat angefangen 2018 mit einem deutschlandweiten Mosaik aus diesen Sentinel-2-Daten mit 10 Meter Auflösung. Diese Mosaike, die wir jetzt seit 2018 jährlich immer erstellen, sind 5 Kanäle, die wir da anbieten, also nicht nur Echtfarben, RGB, sondern darüber hinaus noch 2 andere Kanäle, um eben Falschfarbenkomposite auch mit anbieten zu können. Aus diesem Pilot ist dann eben auch eine automatisierte Software oder eine Software entstanden auf Basis von Python mit einem User-Interface und eben das eben uns erlaubt,
auf Basis dieser Daten einen semi-automatisierten Prozess der Mosaikierung durchzuführen. Ja, und die ganzen Deutschland-Mosaike sind eben auch als WMS frei zur Verfügung oder werden zur Verfügung gestellt. Unter diesem Link kann man die auch dann einbinden in sein eigenes GIS-System. Ja, aber manche Phänomene oder ja machen eben keinen Halt an Grenzen oder an Staatsgrenzen. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, weil wir auch die Nutzeranforderungen auf internationaler Ebene eben haben, zum Beispiel Partner ist GeoGeographics, uns eben auch dann an Europa oder an ein Mosaik von Europa herangewagt. Also der Reiz war auch da, die Nutzeranforderung war da. Und wir bieten aber das Europa-Mosaik eben nur als Echtfarben, also drei Kanäle komposiert an, nicht wie das Deutschland-Mosaik. Und die Aktualisierung von dem Europa-Mosaik ist bei uns dreijährig, also alle drei Jahre. Dieses Jahr steht also das nächste Europa-Mosaik an. Und das erste entstand eben aus dem Jahr 2018 und geht auch mit den Kurine Landcover einher. Ja, was machen wir bei der Prozessierung? Ja, als Beispiel hier einmal Island. Ich war selber noch nicht da, aber es soll wohl eine sehr schöne Insel sein. Aber ist gerade für das Mosaikieren eine besondere Herausforderung, weil nämlich das Gelände sehr heterogen ist. Also wir haben Geröll, Fels, Schnee, wir haben Wiesen und natürlich ist da auch die Herausforderung, dass Island natürlich oft auch bedeckt ist, besonders ja, mit Nebel eben auch und das macht es besonders herausfordernd für das Mosaikieren. Als nächsten Schritt, wenn wir die Daten eigentlich beschafft haben oder uns besorgt haben, ist eben die Cutline-Generierung. Diese Segmente entstehen oder diese Grenzen entstehen auch automatisiert, aber um ein qualitativ hochwertiges Mosaik anbieten zu können, müssen die nochmal manuell meistens im Gelände versteckt werden. Also das bedeutet, diese Grenzen zwischen den einzelnen Aufnahmen der Einzelbilder werden ja zum Beispiel an Straßen oder im Gelände eben nochmal manuell angepasst, sodass dann bei der Mosaikierung ja der Unterschied zwischen den einzelnen Aufnahmen, der jetzt eben noch zu sehen ist, nicht mehr dann zu sehen ist. Dann kommt es zu einer radiometrischen Harmonisierung. Hier werden eben individuell die einzelnen Aufnahmen harmonisiert in, ja, in der Helligkeit und Kontrast, sodass eben so ein einheitliches Erscheinungsbild entsteht. Wir sind aber hier noch bei 16-Bit und diese 16-Bit werden dann noch auf 8-Bit transformiert und dann erfolgt bei uns dann nochmal eine Qualitätskontrolle und für die WMS eben auch nochmal eine eigene Kachelung des ganzen Datensatzes. Ja, so ist für das Europa-Mosaik WMS zum Beispiel mehr als 5000 Kacheln wegen den verschiedenen Zoomstufen generiert worden. Ja, kurz Fakten, der Datensatz des Europa-Mosaiks ist ungefähr 1 Terabyte. Während der Prozessierung wächst aber das ganze Datenvolumen an, weil man immer noch Zwischenergebnisse hat, die dann weiter bearbeitet werden. So rund so 10 Terabyte sprechen wir da für eine Erstellung einer Europa-Abdeckung. Das Deutschland-Mosaik hat zum Beispiel im letzten Jahr mehr als 1 Million Zugriffe erfahren. Unser Team ist in der Lage, ein Deutschland-Mosaik in 2 bis 4 Wochen zu erstellen, sodass wir eigentlich auch überlegen könnten, ob wir nicht öfters im Jahr auch ein Mosaik anbieten, als nur einjährig für das Deutschland-Mosaik. Ja, und der Unterschied eben zwischen Deutschland- und Europa-Mosaik sind eben die 3 und 5 Kanäle. Ja, Anwendungsbeispiel ist eben die grenzübergreifende Kartierung, kann unterstützt werden. Hier ein Beispiel von Mont Blanc, zum Beispiel Siedlungen auf der schweizerischen und auf der französischen Seite.
eben aber auch Straßen, aber auch die Landbedeckung wie Wald und Acker. Darüber hinaus ist es natürlich auch für andere geowissenschaftliche Fragestellungen, eben für die Geomorphologie, Hydrologie oder Ökonomie auch wichtig, so einen Datensatz, einen harmonisierten Datensatz von einem Jahr über so eine große Fläche zu haben. Ja, andere Anwendungsbeispiele, die wir auch sehen, ist zum Beispiel einfach, dass man an seine eigenen Daten eben georeferenzieren kann auf diesem Datensatz, dass wir eine Datengrundlage für verschiedene GIS-Projekte, für die visuelle Kartierung geschaffen haben, Stichwort Grenzharmonisierung, für Flugsimulationen in Verbindung mit 3D-Daten ist natürlich dieser Datensatz auch ganz spannend. Was wir aber noch testen möchten, ist eben aber auch eine Segmentierung oder eine geometrische Analyse von Landbedeckung, ob das mit diesen harmonisierten Datensätzen Deutschland und Europa Mosaik noch möglich ist. Das steht auch noch an. Und was wollen wir als nächstes? Also das Send to Europe BMS ist veröffentlicht. Ich ermuntere Sie sozusagen, diesen auch mal sich anzusehen. Auch die Deutschland-Mosaike sind veröffentlicht und stehen frei zur Verfügung. Der Startschuss für das diesjährige Europa- und Deutschland-Mosaik ist gefallen sozusagen. Wir sind jetzt schon an Daten sammeln und an Aussuchen sozusagen. Wir möchten das ganze Verfahren, was wir da auf die Beine gestellt haben, natürlich auch mit sehr hochauflösenden Datensätzen auch noch testen. Also wir sprechen dann hier von halben Meter Auflösung. Das bringt natürlich neue Herausforderungen an dieses Verarbeitungsvolumen und Datenvolumen mit sich. Wir möchten auch noch weitere europäische Projekte unterstützen und eben auch ein Multisensor-Mosaik bzw. Multitemporal-Composite auch mal erstellen. Dann hätte ich jetzt noch, wenn ich noch ein bisschen Zeit habe, ein Video, das Ihnen nochmal verdeutlicht, wie die Datensätze aussehen. Das sind jetzt die unterschiedlichen Zeitschnittpunkte von den Deutschland-Mosaik mit den unterschiedlichen Kompositen und eben das Europa-Mosaik als Echtfarben-Komposit. Und wir machen kurz einen Überflug von Norden in Richtung Süden. Und man erkennt schön, dass wirklich ein harmonisiertes, einheitliches Bild über eine große Fläche wie Europa dabei entstanden ist. Jetzt geht es über Dänemark Richtung Deutschland. Und wie gesagt, in Verbindung mit 3D-Daten ist das natürlich für Flugsimulationen geeignet, weil man da ja meistens über größere Strecken eben fliegt. Dann haben wir hier den alpinen Bereich. Okay. Und wir glauben, dass eben paneuropäische Open Data Produkte auch den europäischen Gedanken voranbringen, gerade in solchen Zeiten, wie wir derzeit erleben. Und damit wäre ich auch am Ende meines Vortrages oder unseres Vortrages und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, danke. Ich hoffe, man hört mich jetzt, liebe Regie. Danke für diesen Vortrag. Es sind eine Menge Fragen aufgelaufen. Von daher muss ich jetzt einmal kurz gucken. Vielleicht für alle, die es noch nicht gesehen haben, sie können quasi links auf diese Votes klicken. Dann kriegen die mehr Stimmen. Und bei so vielen Fragen werden wir natürlich gucken, welche Fragen haben am meisten Votes, wobei wir jetzt auch zum Glück noch ein bisschen Zeit haben. Das heißt, wir können da jetzt gleich einmal durch die Fragen gehen. Thomas, du kannst uns auch gerne deine Kamera anstellen. Dann sehen wir uns vielleicht beim Fragenstellen. Wir fangen mal mit der Frage an, die am meisten Stimmen bekommen hat.
Und zwar ist das die Frage, wie werden diese Cutlines generiert? Und vielleicht kannst du dazu noch ein, zwei Sätze sagen. Ja, also diese Cutlines, wir benutzen PCI Geomatica als Software. Und innerhalb dieser Software gibt es ein Tool, bei dem eben diese Cutlines erstellt werden. Wir aber natürlich, wie ich das erwähnt hatte, die auch nochmal anfassen, diese Cutlines selber, und eben im Gelände verstecken. Das können Straßen eben sein oder Geländekanten. Ja, und die helfen uns dann eben, diese Cutlines, eben die Harmonisierung der unterschiedlichen Aufnahmen. Also die sind ja, die werden zwar kontinuierlich am selben, zur selben Tageszeit aufgenommen, aber trotzdem ist die Belichtung immer unterschiedlich. Und das hilft uns dann eben, diese Cutlines, das besser zu harmonisieren. Da gab es doch eine Wortmeldung hier von deinem Kollegen Gregor, der möchte da auch noch was zu sagen. Du darfst auch gerne deine Kamera anmachen. Ne, Entschuldigung, das habe ich aus Versehen gemacht. Alles, so, gut, ja. Alles gut, Entschuldigung. Alles gut. Ne, ich habe die zwei Tastaturen, ja, Entschuldigung. Alles kein Problem. Dann die Frage mit den weiteren, mit den meisten Stimmen ist, was auch ein bisschen doppelt ist teilweise, ist die Software, die zum Mosaikieren benutzt wird. Was ist das und ist die Open Source? Wir haben dieses Python-Programm für uns geschrieben. Dieses Python-Programm greift aber auf Bibliotheken, zum Beispiel vom PCI, von der kommerziellen Software, zurück, aber auch auf andere Bibliotheken. Also dieses Mosaikieren oder der Prozess des Mosaikierens, ich weiß jetzt nicht, wie viele einzelne Schritte da beachtet werden müssen. Da ist der Gregor Trossé der Experte mehr oder weniger. Aber das ist also ein Konglomerat aus verschiedenen Softwaren und wir haben uns mit Python eben damit bedient, dass Python auf die gewissen Skripte zurückgreift und dann eben so einen automatisierten Prozess durchläuft, die Daten. So, jetzt Gregor hat sich jetzt nochmal gemeldet, jetzt war es bestimmt ja. Richtig. Jetzt war es richtig, ja. Moment, ich schalte noch die Kamera ein. So, jetzt kann man mich sehen, ja. Ja, ich bin der Gregor. Hallo, nochmal. Ja, da wollte ich noch ergänzend was dazu sagen. Also, so wie Thomas schon gesagt hatte, wir nutzen Python und bei diesen Skripten nutzen wir sozusagen die Bibliotheken aus anderen Software. Wir nutzen Bibliotheken als GDAL, als PCI Geomatica und so sind wir natürlich auch flexibler und können diese Bibliotheken an unsere Bedürfnisse anpassen. Und gerade bei solchen Prozessen wie Erstellung von Cutlines oder Color Balancing. Ja. Also diese Cutlines eigentlich entstehen parallel bei dem Prozess von Color Balancing der Szenen zueinander. Ja. Ist es geplant, das irgendwie zu veröffentlichen? Oder ist das jetzt... Nicht steht da aktuell nicht auf der Agenda quasi. Da haben wir uns noch keine Gedanken dazu gemacht, Gregor. Ja, das ist eine gute Frage. Ja, ja, ich meine, kann man ja dann auch mitnehmen aus der Konferenz. Ist ja auch schön, ja, dass man das Input. Also, weil ich glaube, wenn ich jetzt so mir die Stimmen angucke, wie viele Leute das interessiert, scheint es, würdet ihr damit, glaube ich, offene Türen einrennen. Dann machen wir mal weiter bei den Fragen, weil ein paar haben wir ja noch. Dann können wir uns noch ein paar aussuchen, weil wir haben noch 5 Minuten. Gibt es eine Zeitreisefunktion, also kann man eine Change Detection machen? Derzeit nicht, also derzeit machen wir nur diese WMS, die wir anbieten. Wir haben auch nicht, noch nicht, dass man die Daten auch downloaden kann, also dass diese Funktion besteht auch noch nicht. Ich glaube, da musste Gregor, weißt du, wie der WMS aufgebaut ist, weil das wieder eine andere Abteilung von uns macht. Ich glaube, in ein WMS sind alle Zeitreihen drin, denke ich. Genau, so ist es. In einem WMS gibt es alle Zeitreihen. Ja. Zusätzlich dazu sieht man auch sozusagen die Cutlines. Und in den Cutlines kann man das Aufnahmejahr sozusagen abgreifen, ja. Und das den Datum direkt, also wann, genau. Welchen Monat und so weiter. Also man sieht halt, welches Stück von Mosaik von welchem Jahr kommt. Oder von welchem Monat, Entschuldigung, das sind, ja.
Ja. Der Bereich Veröffentlichung von Fernerkundungsdaten beschäftigt uns natürlich, aber trotzdem weiterhin, weil wir haben auch für unseren Bundesbereich natürlich kommerzielle Lizenzen, die auch Bundeslizenzen abdecken. Da haben wir noch eine kleine Baustelle vor uns, wie wir nutzerfreundlich und intuitiv eben, ja, wir reden hier wirklich vom Big Data zur Verfügung stellen können. Und da, denke ich, ist so solche Zeitreisen, ja, auch ein gutes oder ein guter Hinweis, was man mal mit berücksichtigen kann. Gut, genau. Ich meine, also wir machen jetzt noch zwei, drei Fragen. Ich denke mal, falls Fragen im Anschluss sind, können die auch noch im Chat gestellt werden. Könnt ihr da auch noch mal reingucken. Aber wie Ja. gesagt, zwei schaffen wir noch. Gibt es bei der Erstellung des europäischen Mosaiks auch eine europäische Zusammenarbeit? Und so ein bisschen in die Richtung ging auch eine andere Frage nach dem Motto, warum denn eine Bundesbehörde ein Produkt, ein Land wie Island quasi bearbeiten muss. Vielleicht kann man das in einem beantworten. Nein, es gibt keine Kooperation wie zum Beispiel mit Island oder so für die Erstellung. Dieser Prozess oder warum wir das machen, ist eben auch, weil der Nutzerbedarf und ich sag mal Kunden von uns auch auf europäischer Seite einfach die Anforderungen haben auf eines europäischen Produktes. Und die Qualität des Deutschland-Mosaiks eben für sich so gesprochen hat, dass man eben auf uns zugekommen ist, ob man nicht eben auch ein europäisches Produkt für zum Beispiel Eurogeographics machen könnte. Also der Bedarf war da, die Expertise ist da und es ist auch ein Benefit auch für andere Bundeseinrichtungen, die eben nicht nur zum Beispiel in Deutschland agieren. Und Ist das ja auch, Ganze, ja, bitte. ist auch frei, steht frei zur Verfügung und ja, die Fernerkundung bietet, wie wir das in dem Vortrag vorher eben gehört haben, auch einen riesen Benefit für jeden an und auch für die Open Data Community. Dann haben wir hier noch ein bisschen technisch, ja, was heißt technisch? Eine andere Frage Richtung Wolken. Wird die Wolkendetektion mit optischen Sensoren der Wettersatelliten durchgeführt? Oder wie ist da, vielleicht könnt ihr da noch mal was zu sagen? Also wir haben nahezu wolkenfreies Mosaik. Wir sind kleiner über kleiner 3%. Das war unser Limit, dass wir das schaffen. Was wir natürlich tun, ist natürlich eine Wolkenmaskierung. Wenn Wolken da sind, dann werden die rausgeschnitten und dann eben mit einem anderen Datensatz die Lücken befüllt, sozusagen. Aber wir verwenden aktuell jetzt nicht, weil wir keinen Einfluss auf die Sentinel-Aufnahmen haben. Also die nehmen ja kontinuierlich auf. Haben wir jetzt nicht irgendwie die Wettervorhersagen oder sowas, verwenden wir da nicht. Das ist nämlich ein anderes System, als wenn man also ein Tasking durchführt, wo man sagt, man will über ein bestimmtes Gebiet für eine bestimmte Zeit Aufnahmen haben. Das ist aber bei den Sentinel-Daten nicht so. Okay, und dann noch eine letzte Frage. Ich weiß gar nicht, ob es im Vortrag vorkam, muss ich gestehen. Welche Auflösung hat das Mosaik? Gibt es 10 da? Meter. Also wir sind bei Genau wie 10 Meter. die. Genau. Gut. Genau. Gut, dann würde ich sagen, danke auf jeden Fall für den Vortrag. Anhand der Fragen sieht man ja schon, dass ihr den Nerv der Zeit anscheinend getroffen habt und viele Vielen Interessenten Dank. da waren.